Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Hier mal wieder ein kleines Video, was die Woche hier bei uns los ist, wie die Woche bei uns startet. Und ihr seht schon, wir haben zwei wunderschöne Fahrzeuge da stehen. Einen Knaus Platinum und hier einen nagelneuen Bürstner. Der hat gerade mal 400 oder knapp 500 Kilometer runter. Das war grob die Fahrt hierher. Und ja, was bekommen die alles? Fangen wir mal hier mit dem Bürstner an. Ganz tolles Auto, gefällt mir richtig gut. Und mit der breiten Eingangstür, was ich mittlerweile wirklich für ein Wahnsinnskomfort empfinde, diese breite Eingangstür, das macht richtig Spaß, weil da kann man wirklich mit einem vollen Tablett ohne Probleme hier reingehen und muss nicht stolpern und nichts. Also bleibt an keiner Kante hängen. Also das finde ich richtig klasse. Was mir als erstes auch aufgefallen ist bei dem Fahrzeug, das muss ich euch sagen, der Kunde hat mir das auch gleich gezeigt und das finde ich genauso phänomenal, wie hier die Türe schließt. Zack. Also ganz, ganz leicht. Also echt geil. Also richtig, richtig tolles Fahrzeug. Jo, was machen wir mit dem Fahrzeug? Das habe ich gerade erst reingefahren. Darum gehe ich jetzt mit euch noch nicht rein. Ich kann bloß mal reinhalten, weil das müssen wir erst alles abkleben, ausdecken und so weiter. Ihr seht schon, schickes Fahrzeug, richtig schön. Aber da nehme ich euch nur mit. Wichtig oder vielmehr interessiert uns ja immer die Technik. Und was verbauen wir hier alles? Da nehme ich euch natürlich wieder mit im nächsten Teil. Einmal einen natürlich wie sehr oft Maxvan, dann haben wir hier einen 1500 Watt Wechselrichter, dann haben wir hier ein Truma iNet Box, die wir hier verbauen und ein besonderes Gerät, eine Wasserdesinfektion, das ist ein Tauchstrahler, UV-Cleaner, der hier verbaut wird. Der kommt direkt im Tank rein und den kann man dann einstellen mit dem Schaltgerät, weil er bestimmte Intervalle rausgibt, wo er dann das Wasser desinfiziert. Also eine ganz tolle Geschichte. Das möchte der Kunde haben. Und dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen umbauen, weil wir hier im Vordersitz aktuell die Batterie verbaut haben. Und wir bauen wir natürlich auch noch, die ist hier unten drin. Wow, seht ihr gar nicht, gell? Das ist recht dunkel, ja, ich weiß. Aber hier hinten ist sie drin. Und die bauen wir raus. Und dafür nehmen wir dann den Stauraum hier unterm Sitz und bauen eine anständige 150 Amperestunden Lithium-Batterie rein. Damit das Fahrzeug richtig schön autark wird und hier richtig unterwegs sein kann. Jo, das fangen wir morgen an. Darum habe ich das jetzt alles vorbereitet. Und da hilft uns morgen ein spezieller Gast aus. Und zwar arbeitet er auch in dem Segment. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken auf seinem Kanal. Ermanns Reisemobile. Der ist recht flink. Selbstständiger Mann, der das super gut macht, der richtig saubere Arbeit macht und mit dem werde ich morgen das Fahrzeug anfangen und verbauen. So sind wir ein bisschen leistungsstärker, weil natürlich unsere Jungs auch mal Urlaub haben, das kommt natürlich auch noch dazu und ja, das muss man natürlich den Menschen auch zugestehen. Aber da wir so viel zu tun haben, haben wir uns da zu helfen gewusst und dann kommt auch noch ein sehr guter Mitarbeiter im August, fängt er an. Dann haben wir vier feste Mitarbeiter und dann eben den Mann, der uns ab und zu aushilft von Ermanns Reisemobile. Und ja, da denke ich, da werden wir dann schon nur ein bisschen was wegbringen, das Jahr. Jo, jetzt mal kurz zum Knaus, weil der ist nämlich eine kleine Besonderheit. Was heißt der Besonderheit? Der kriegt natürlich auch ein Riesenpaket. Also zum einen fangen wir hier mal an mit den Solarplatten. Hier verbauen wir, je nachdem, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es ausgeht, haben heute schon mal geschaut, 5 bis 6 Solarplatten mit je 120 Watt. Also da passiert mal richtig was auf dem Dach.
Dann natürlich einen entsprechenden Solarregler, einen Ladebooster von WCS. Der liegt schon hier, den haben wir hier schon ausgepackt. Hier haben wir ihn. Dann kriegen wir hier noch rein einen, der ist schon verbaut, Multiplus von Victron, ein Zerbo, ein Touch GX über dem Eingang hier oben, also richtig toll. Und warum ich euch jetzt das als besonders, also wir sind hier mittendrin, also noch nicht so wirklich schauen, aber ich möchte euch mal unsere Einbautechnik hier verraten, wo wir hier den Wechselrichter verbaut haben, weil der Knaus hat natürlich hier die Eigenheit, er ist sehr eng. Doch soll man natürlich vom Wechselrichter zur Batterie immer relativ kurze Wege wählen, wegen den Kabelquerschnitten, weil sonst brauchen wir ja gigantische Kabelquerschnitte. Und drum ist es natürlich schon geschickt, umso kürzer der Weg ist. Und schaut mal, da haben wir ihn reingesetzt. Der passt hier super rein, weil hier noch der Fernseher rauf und runter geht. Das haben wir ausprobiert. Das ist zwar alles haarscharf, mussten hier unten auch ein bisschen was ändern, weil hier ist eine alte Heizung verbaut. Aber er hat hier reingepasst, den haben wir hier reingemacht und hat auch hier eine super Entlüftung nach oben. Das heißt, hier ist ja eh der Fernsehfach, wenn man den Deckel aufmacht, dann kriegt er super viel Luft nach oben. Also auch das ist perfekt gelöst. Und somit kann man hier dementsprechend den verbauen. Ist dann auch sehr praktisch, weil er sehr kurze Wege hat nach unten ins Batteriefach, weil das außenliegend ist. Da nehme ich euch gleich nochmal mit, das zeige ich euch. Und dadurch ist die Einbausituation natürlich perfekt. Und was ich finde, viele schlagen das dann auch hier vor, wobei hier natürlich die Sitzmöglichkeit ist von dem vierten Sitzplatz da hinten, wo man dann hier die Zwischenabkofferung rausnimmt für die Beine. Und da finde ich es ein bisschen unpraktisch, weil er dann da doch immer nur im Weg ist. Ganz da hinten passt er nicht rein. Das ist euer Thema, da funktioniert es nicht ganz. Und wie gesagt, hier hat er super reingepasst, ein paar Umbauarbeiten und dann funktioniert es tadellos. Ist natürlich ein bisschen ein Act vom Aufwand her, aber ja, klappt. Und das ist ganz toll. Hier sehen wir unseren Solarregler, den wir verbauen. In dem Fall natürlich alles Victron, weil der Kunde den Zerbo GX wollte und da klappt natürlich alles nur mit Victron, aber ist ja nicht so schlimm. Tolle Sache und dann hat man eine schöne Steuerungseinheit, ist natürlich ganz geschickt. Der Kunde hat sich da dementsprechend schon vorinformiert und die ganzen Elemente ausgesucht und ja, so machen wir das auch. Dann müssen wir die 230 Volt Seite nur ein bisschen umbauen, weil hier brauchen wir natürlich nochmal einen FI dazu. Da müssen wir ein bisschen was umklemmen, damit wir den hier noch reinbringen. Aber das ist auch kein Problem. Dann kommt der Ladebooster hier raus mit 25 Ampere und da verbauen wir dann den WCS-Ladebooster. Da müssen wir dann auch gucken, da müssen wir wahrscheinlich auch die Querschnitte ein bisschen erhöhen, weil das wird nicht reichen, aber das kriegen wir hin. Das ist ja eins unserer kleinsten Übungen. Jo, den Solarregler, da müssen wir noch gucken. Den werden wir jetzt dafür hier reinbauen, in das Kästchen, weil der ist natürlich ziemlich wuchtig. 150-60, klar, wir haben natürlich hier richtig Power auf dem Dach. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch einen großen Solarregler, der das auch alles super gut verarbeiten kann. Jo, so schaut es hier aus. Da schauen wir uns morgen mal wieder rein, wie es der Fortschritt oder wie der Fortschritt ist. Und dann kriegen wir bei dem Fahrzeug natürlich auch noch eine anständige Lithiumbatterie. Habe ja gerade schon erwähnt. Sein Batteriefach ist hier außen, hier unten. Und da werden wir die Verteilung mit reinmachen, weil leider, oh, es ist echt dunkel hier, gell? Leider ist es hier, mal gucken, kann ich das hier einschalten? Nicht möglich, eine zweite Batterie reinzubringen, das schaffen wir nicht, weil der Platz natürlich sehr eng ist. Und von dem her müssen wir leider da auf der einen Batterie bleiben
Und dementsprechend wird aber dann das ganze Kästchen auch noch ausgedämmt und dementsprechend ja, verbaut. So, jetzt sehen wir was. Dementsprechend werden eben auch hier eine Bulldron reingebaut, nämlich die 280er. Und dann tun wir auch, weil der sehr außenliegend ist, dennoch das Ganze mit Amaflex sauber ausisolieren, damit es alles schön isoliert ist und dann top ausschaut. Das ist ganz wichtig. Und dadurch, dass nur eine reinpasst, haben wir aber hier nur die Möglichkeit, einen Verteiler reinzumachen dementsprechend und das alles sauber anzuschließen. Das machen wir aber morgen. Jo, da steht schon die Batterie. Die haben wir hier schon hergestellt. Der Akku richtigerweise, um dass wir das Thema dann hier sauber weiterführen können. Jo, so schaut bei uns die Woche aus. Am Wochenende war hier auch wieder mächtig viel los, war richtig schön. Morgen kriegen wir dann nur einen kleinen Notfall rein, der hat uns angerufen. Das ist momentan auch so, ja, ich will schon fast sagen, tägliche Geschichte. Klar, viele Wohnmobilisten sind unterwegs, da wird die Batterie kaputt, da tropft der Wasserhahn, da platzt der Wasserhahn, da platzt ein Schlauch, eine Schauchschläge kaputt. Immer was zu tun. Und morgen haben wir wieder einen, der ist auf Reisen, aber sein AGM hat versagt. Also machen wir schnell eine neue Batterie rein. Und dann, glaube ich, kommt noch einer, wo der Kühlschrank kaputt ist oder beziehungsweise ausgefallen ist. Das werden wir uns auch noch annehmen, weil, ja, müssen wir ja, wenn Reisende unterwegs sind, ist das natürlich gerade bei der Witterung schon eine schlechte Situation, wenn hier der Kühlschrank ausgeht. Das geht natürlich gar nicht, weil bei den Temperaturen ist was Kühles zu trinken schon eine tolle Sache. Jo! Und zu dem anderen Fahrzeug, wo wir La Magra, wo ich euch eigentlich versprochen habe, noch ein Video drüber zu machen, da blende ich euch jetzt noch was dazu ein. Leider hat es für Video nicht mehr gereicht, weil wir da relativ spät fertig geworden sind und der Kunde musste los, er musste ja nur bis nach Österreich fahren. Somit hat es leider fürs Video nicht mehr gereicht, aber war ein toller Einbau, Kunde war sehr zufrieden und eben das Bild, wo ihr seht, das war so großer Einbau mit WCS-Geräten, nur dass ich euch das nicht ganz vorenthalte. Und dann blende ich noch ein paar Bilder ein, was hier am Wochenende los war, weil Camper Tobi war ja da und dann etliche Kunden, also war richtig schön. Auch ganz lieben Dank für die ganz, ganz super vielen Abonnenten und mittlerweile haben wir ja wirklich Kunden aus schon fast ganz Deutschland. Berlin, Hamburg, Mainz, Lübeck, phänomenal aus dem Osten, aus der Schweiz, aus Österreich und auch dafür wirklich vielen Dank an euch alle, die uns ihr Vertrauen schenken und den weiten Weg hierher auf sich nehmen, um bei uns zu sein und mit uns den Umbau zu machen. Und wir lassen uns da noch ein bisschen was einfallen. Wir haben eine Kleinigkeit geplant und da werde ich euch aber nächste Woche, das müssen wir noch ein paar Sachen abstimmen, aber nächste Woche tun wir da mal kurz Bescheid geben, was wir da vorhaben. So, in diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Anschauen. Drückt den Like-Button, wenn es euch gefallen hat und ein Abonnement würde mich freuen. Morgen erzähle ich dann nur ein bisschen mehr zu dem Aufbau der Solaranlage, wie wir die Dachdurchführung machen und wie wir hier wieder weitermachen. Ganz wichtiges Thema. So, in dem Sinn, bleibt's gesund, schönen Abend noch und bis bald. Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.